Wunderschönen guten Morgen aus der Schweiz wünsche ich allen. Ich hoffe, ihr versteht mich und das Bild ist sichtbar. Stimmt das, Stefan? Alles perfekt, super. Okay, besten Dank, dann lege ich doch los. Ich möchte euch den Betrieb vorstellen, den ich zusammen mit meiner Familie führe, da in der Schweiz. Es ist ein sehr kleiner Betrieb. Wir haben heute nur noch 7,5 Hektar Land. Das ist gewollt so. Wir haben den Betrieb verkleinert vor einigen Jahren, sind geschrumpft auf diese Größe, sind absolut zufrieden damit. Und wir beschäftigen zurzeit 18 Mitarbeiter, die sind alle aus dem unmittelbaren Region. Also wir arbeiten da nicht mit Saisonarbeitskräften aus Drittstaaten, sage ich mal, das nenne ich dann immer so liebevoll die moderne Sklavenhaltung. Das möchte ich nicht. Ich möchte es wirklich mit regionalem Personal schaffen und regional auch vermarkten. Zusammen mit der Familie, das heißt meine Frau, Tochter und auch der Vater ist noch am Betrieb. Wir produzieren eine sehr große Vielfalt an Gemüse. Wir sind heute mit circa 140 Sorten im Gemüsebau tätig. Davon sind die allermeisten Kultursaatgut. Es ist lediglich 7 Sorten in diesem Katalog bei uns sind Hybriden. Das ist für mich wichtig, um einfach die Selbstständigkeit erhalten zu können, obschon ich das Saatgut ja nicht selber gewinne, aber ich bin so direkt unabhängig und ich kann auch zeigen, dass es möglich ist, ohne Hybrid-Saatgut Profi-Gemüsebau zu betreiben. Wir sind heute komplett unabhängig von der Agrochemie. Wir benötigen nicht einmal mehr die Spritzmittel, die im Biolandbau erlaubt sind. Das ist vielleicht eine gewagte Aussage, aber heute nennen wir uns wirklich komplett pestizidfrei. Es ist ein Resultat der ganzen Anbausituation, die wir jetzt im Betrieb geschaffen haben. Und das möchte ich euch heute vermitteln, damit man sieht, es ist nicht eine einzelne Maßnahme, die greift, sondern es ist immer der ganze Blick, das Zusammenspiel von verschiedenen Sachen, die zusammen ein großes Ganzes geben und ineinander eingreifen. Sehr wichtig für mich ist der Aspekt EM, also die effektiven Mikroorganismen. Das ist ein absoluter Schlüssel in unserem Betrieb. Das einzige, sage ich mal, Präparat, wo ich einsetze, und zwar sehr gezielt, sehr systemisch einsetze im ganzen Prozess, in den Arbeitsabläufen, wo mir hilft, die vielleicht nicht ganz natürlichen Abläufe, die da halt sind, zu korrigieren oder aufzufangen. Von der Vermarktung vielleicht noch kurz, das ist bei uns auch sehr speziell. Wir vermarkten alles komplett selber, also wirklich 100%. Haben, weil wir auf dem Land sind, nicht die besten Bedingungen für einen Hofladen, wollen das auch nicht. Wir wollen nicht Verkehrsaufkommen bei uns am Hof und haben somit aus 30-jähriger Markttätigkeit in der nahen Stadt Thun, haben wir ein Bio-Stadthofladen gegründet, machen jetzt also den Hofladen in der Stadt. Und das funktioniert sehr gut. Wir sind da die ganze Woche präsent. Die Kunden haben kurze Wege, sind angebunden ans ÖV-Netz. Der Laden befindet sich etwas am Stadtrand von Thun. Somit haben wir eigentlich einen Verschnitt von zwei Geschäften. So der Shop im Bereich Bahnhof und der Hofladen wirklich am Hof auf dem Land. Vereinen wir zu einem am Stadtrand und haben so ein sehr großes Einzugsgebiet. Die Autobahnausfahrt ist 3 Minuten weg. Das gibt sehr ein großes Einzugsgebiet, wo wir da abdecken können. Und zusätzlich machen wir noch Abotaschen seit fast 10 Jahren jetzt. Und da beliefern wir auch wöchentlich so um die 500 Kunden momentan. Damit ihr eine Vorstellung habt, wo wir zu Hause sind. Ich habe da eine Stecknadel gesetzt beim Thuner See. Die Aussicht ist direkt von meinem Betrieb zu sehen. Man hat da heute nicht gerade, es ist neblig, es regnet. Wir haben keinen Schnee im Moment. Aber das ist so eine schöne Aussicht, die wir wirklich genießen, da das Panorama mit den Bergen direkt vor dem Haus. Im linken unteren Bildrand sieht man noch das Schloss Thun.
Also ich habe eigentlich meine Kunden immer im Überblick. Von mir aus gesehen, Richtung Oberland ist meine Kundschaft zu Hause. Dann links unten vielleicht ein Bild, was den Betrieb von oben zeigt. Da habt ihr so einen Einblick, wie Obstreihen bei uns im Gemüse angelegt sind, Gewächshäuser. Und vielleicht in der Bildmitte dieses Bildes ist noch eine Hofstatt zu sehen. Das sind alte Hochstammobstbäume. Das war bis letztes Jahr die Weide für unsere Legehennen. Die haben wir aufgegeben aus ethischen Gründen. War eigentlich ein super Produkt für die Direktvermarktung. Und so das Top-Bio-Produkt, das Freiland-Bio-Ei, das haben wir dem Kunden weggenommen und gesagt: Hey, schau mal genauer hin. Irgendwas läuft schief mit der Eierproduktion. Das nur so als Randbemerkung. Ich freue mich trotzdem auf den nächsten Vortrag. Ich freue mich immer, wenn da innovative Köpfe etwas umsetzen. Für mich hat die Eierproduktion nicht mehr gestimmt und deswegen wird die Fläche jetzt frei für einen Waldgarten. Daneben ein kurzer Einblick in unseren Laden in Thun. Ist nur ein Ausschnitt davon, sind 150 Quadratmeter Verkaufsfläche. Da bieten wir eigentlich das komplette Sortiment an und auch ein Trockensortiment noch von unserem Partner, der Biofarm, die ist in der Schweiz sehr innovativ unterwegs, eine Genossenschaft, die Marktfrüchte, also sämtliche Getreidearten fördert. Heute bauen sie sogar in der Schweiz Kichererbsen an und diese Produkte sind für mich sehr wichtig. Ich will damit auch die Schaffenskraft der Biobranche eigentlich fördern. Und die Produkte sind sehr gut nachgefragt bei den Konsumenten. Ja. Das lasse ich euch mal le lesen. Das ist vielleicht so eine Grundsatzfrage. Wenn wir heute in der Landwirtschaft diskutieren und sagen, ja, ich will da was umsetzen, ich will regenerativ, dann diskutieren wir über einzelne Arbeitsschritte. Und für mich ist wichtig, dass man da vielleicht mal die Adlerperspektive einnimmt, mal den Betrieb als Ganzes anschaut, nicht nur so eine technische Abhandlung irgendwo auf dem Feld. Da wären wir beim ganzheitlichen Management. Vielleicht sogar als Adler etwas höher treiben lassen mit dem Wind, die Landwirtschaft von oben sehen und dann merkt man sofort, oh, da geht irgendwas schief. Irgendwas ist da nicht mehr in Ordnung. Da wird angefeindet von allen Seiten, da wird, also mich jetzt nicht, mich trifft es nicht, aber die ganze Landwirtschaft, die wird angefeindet, du hast überall Probleme, die Landwirte unter sich sind unzufrieden, es gibt Missgunst überall. Also da ist irgendwo der Wurm drin im System. Und wenn wir jetzt mit diesem Hintergrund das Ganze anschauen, musste ich mich wieder mit dem Boden beschäftigen und habe gemerkt, alles, was ich gelernt habe in meiner Ausbildung bis zum Gemüsegärtnermeister, ist eigentlich immer sehr technisch. Die Ansprüche, die sind immer von technischer Natur. Also ich nehme mal das Beispiel Kartoffel. Die Reihenweite 75 cm, die ist so gut wie in Stein gemeißelt. Es gibt ein paar Ausnahmen. Das gibt Dammanbau, ist ganz klar. Etwas anderes gibt es nicht. Du brauchst eine weite Reihe, damit du hacken kannst. Du brauchst diese Weiten, damit der Traktor reinpasst. Die Kartoffel, die wurde dabei aber gar nie gefragt. Und auch der Boden wurde nie gefragt. Und wir haben festgestellt, nach 50 Jahren Biolandbau waren unsere Böden wirklich auch verarmt, zum Teil trotz Kompostwirtschaft. Der stetige Maschineneinsatz, die dauernde Bodenbearbeitung im Gemüsebau hat dazu geführt, dass wir nicht mal mehr Regenwürmer finden konnten. Häufig. Und dann haben wir uns dran gemacht und das Ganze mal angeschaut, was kann da geändert werden oder wo ist das eigentlich, die Problematik oder die Lösungsansätze. Und daraus haben wir dieses Anbausystem entwickelt. Ich habe das damals so rudimentär etwas grafisch darstellen versucht. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich meine Flächen, die leicht am Hang liegen,
relativ nass sind, schwere Böden sind. Wie kann ich da Wasser bremsen, damit ich nicht mehr Erosion habe? Und da kam eigentlich die Idee auf, Grasstreifen anzulegen in der Höhenlinie, da Bäume zu pflanzen. Das war so im Bereich 2007-2008. Und da habe ich gesucht und was gibt es da für Möglichkeiten und eigentlich nicht viel gefunden. Habe aber dann trotzdem mal Bäume gepflanzt, habe mir da ein Setting ausgedacht, 36 Meter Reihenweite. Es sind alles Fruchtbäume bei uns, weil ich mir auch die Gedanken gemacht habe, ja, irgendwo muss ich das nutzen können. Und meine Kunden, die essen halt nun mal nicht gerne Holzschnitzel, die mögen lieber Obst und Saft. Und deswegen ist da eigentlich die Idee, dass man Frucht, Obst integriert. Also konkret sind es alle Arten, Zwetschgen, Pflaumen, Mirabellen. Es hat eine Reihe mit der Hauptsorte Topaz beim Obst und dann ganz viele noch alte Sorten, so, wo hier rum bekannt sind, wo man so wieder etablieren kann. Birnen hat das auch dabei, Quitten ist dabei. Da hat ja die Schweiz so ein schönes Rodeprogramm gemacht, wo man Geld kriegt, wenn man den Quittenbaum ausreißt wegen Feuerbrand und sich dann wundert, wenn keine Quitten mehr da sind. Der Feuerbrand, den hätte man im Griff. Und diese Reihen, die haben wir gepflanzt und später gemerkt, dass das ganze System Agroforst heißt. Wurde ich dann darauf hingewiesen, hey, du machst ja das, wieso machst du das? Aber da gab es noch gar nichts zu dieser Zeit. Heute gibt es sehr gute Anleitungen. Die agridea.ch in der Schweiz, die hat da sehr gute Handbücher zugemacht, Leitlinien. Und ich wollte das Ganze halt integrieren mit Gemüsebau. Und anfangs war da auch gedacht, einfach eine Baumreihe, Gras drunter, nebendran Acker. Habe aber gemerkt, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, da ist noch sehr viel Luft nach oben, das ist nur ein Teilaspekt, den ich jetzt mit diesem Baum mache. Und entwickelt haben wir dann das Anbausystem, was wir vielleicht schematisch erkennen können hier. Wir haben jetzt nämlich den Anbauraum, also die Beetfläche, komplett entkoppelt von der Fahrspur. Also wir denken jetzt sehr kleinkariert eigentlich. Haben 25 cm breite grüne Streifen und meistens mit Gras besät, die nie mehr bearbeitet werden und wirklich nie mehr. Die sind immer tragfähig für mich. Die haben genau die Breite des Pneus. Daneben habe ich ein Beet von 125 cm und da wird nie mehr eine Verdichtung stattfinden. Da wird nie mehr ein Rad fahren. Das Schwerste, was da eigentlich reinkommt, sind meine Mitarbeiter bei der Ernte. Und deswegen sage ich auch immer so spaßeshalber beim Einstellungsgespräch, so Waage, alles über 50 Kilo und was nicht Schuhgröße 43 hat, kommt nicht in Frage. Das aber wirklich nur so spaßeshalber, es geht wirklich darum, dass da keine Verdichtung mehr ist. Zusätzlich haben wir da eine Maschine gesucht, wo wir wirklich nur die Beetbreite bearbeiten können und diese sehr flach. Da gab es auch nichts zu kaufen in dem Sinn. Wir haben dann Streifenversuche angelegt mit einer Einachsbodenfräse und haben da eigentlich sehr früh, sehr schnell gesehen, dass da ein enormes Potenzial drin steckt. Und das Anbausystem, was wir jetzt hier haben, das haben wir während 7 Jahren entwickelt, im Kleinen schrittweise umgestellt, bis 2013 dann die flächendeckende Einführung kam. Und das hat bedeutet, dass für uns der große Schlepper, das war ein 80 PS Schlepper, der musste weg, der Pflug musste weg, der Grupper ging weg, die Kreiselkombination ging weg. Das war die Konsequenz daraus, dass ich Maschinen kaufen konnte, die nur noch in dieses System passen. Die mussten aber zuerst gebaut werden und da habe ich mit dem Michael Rath in Österreich Kontakt aufgenommen, mit dem Geohobel. Der war auch so in der Findungsphase, der hatte da gute Ideen, aber noch keine Maschine, die bereit war. Und so haben wir bei Sauerburger in Deutschland eine Spargelfräse gefunden, die eigentlich das
Raster bietet für dieses Setting, was wir wollten. Aber die Messer, die waren auch komplett gewinkelt. Das war die Idee, dass man das schön flach abschneiden kann. Haben die angeschafft, modifiziert. Das ist immer so bei uns, wenn eine Maschine am Betrieb ankommt, wird da meistens zuerst geschraubt und geschweißt. Haben dann aber gemerkt, dass es zwar funktioniert, aber nicht so, wie es müsste. Und die Maschine haben wir heute weiter umgebaut bis zum Geohobel. Und eigentlich die Essenz da aus unserer Entwicklung zusammen mit dem Know-how von Michael Rath ist heute in einer marktreifen Maschine zu finden. Also den Geohobel für dieses Anbausystem, den kann man heute einfach kaufen. Und da habe ich häufig auch Kontakt mit vielen Produzenten, die rufen mich an, hey, auf was muss ich noch schauen, wenn ich die Maschine will? Und haben da so eine lose, super Zusammenarbeit mit dem Michael Rath und so ein Geben und Nehmen, eine neue Art der Zusammenarbeit, wo keiner einem anderen etwas schuldet oder auch erwartet von ihm. Wir integrieren in unserem Anbau immer systematisch Gründüngungen, also es bleibt nie ein Boden leer. Das ist mir wirklich wichtig. Ich baue mit diesen Gründüngungen konsequent den Humus auf und ich führe auch keinen Mist zu. Wir sind heute komplett tierfrei, der Betrieb. Und wir düngen auch komplett mit eigenen Produkten. Also ich kaufe keinen Handelsdünger ein. Da habe ich die Erfahrung gemacht, im Biobereich sind da häufig Tierschlachtabfälle drin. Und wenn wir mit diesem Produkt in den Boden kommen, ist da eigentlich die Information der Haltung und des Schlachtprozesses mit enthalten. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass diese Produkte von einer Kuh stammen, die friedlich auf der Alp eingeschlafen ist. Also hier müssen wir leider wirklich sagen, fördert der Biolandbau, insbesondere der Gemüsebau, die Massentierhaltung auf fremden Kontinenten zu widerlichsten Bedingungen. Und da ist es mir ein Anliegen, auch das zu kommunizieren und heute auch zu sagen, es geht anders. Es hat noch den Effekt, wenn ich diese Produkte einbringe, habe ich die Information, der Fäulnis im Boden. Somit kriege ich Schnecken, ich kriege Blattläuse. Und bei Salat zum Beispiel ganz viele Fäulniserreger, wo ich eigentlich durch das Weglassen dieser Dünger komplett ausschließen kann und mit dem Einsatz der EM-Mikroorganismen ganz gezielt das Biom im Boden lenken kann. Wir sehen später noch Bilder vom Blühstreifen, die haben wir bislang im Beet angebaut. Heute machen wir die, oder sind sie gerade am Zügeln, wechseln in die Baumreihe rein. Vielleicht noch zum Anfang. Die Baumreihen, die stehen bei uns in einem Raster von Beeten, die 1,5 Meter Breite haben. Und der Baum steht mittig auf einem Beet. Das heißt, ich fahre im Anfang, wenn die Bäume klein sind, fahre ich vielleicht 70 Zentimeter neben dem Baum mit meinem Traktorrad und produziere da Gemüse. Da ist sehr wenig Gras vorhanden. Wenn die Bäume wachsen, kann man da mal ein Beet aufgeben, Gras untersäen. Und so nach 10 Jahren, wenn dann der erste Ertrag kommt, kann man auch also über ein Beet diskutieren, was man mehr abgeben kann, weil da steigt ja auch der Ertrag bei der Baumreihe und der Ertrag vom Gemüsebeet fällt dann halt weg. Aber als Gesamtes ist es ein Ertrag, den ich jetzt habe. Also ein Ertrag an Ackerprodukten. Es gibt noch ganz viele andere Erträge. Das sind dann die Ökosystemdienstleistungen kreuz und quer. Die möchte ich Ihnen später noch vorstellen. Da sitzen ganz viele Landwirte am Bildschirm. Und Landwirte, denen muss man die Technik zeigen. Also sind unsere drei Traktoren, das ist der kleinste, der größte und der mittlere, oder vielleicht noch der einzigste auch. Da hinten den Geohobel, den sehen wir gleich noch von unten. Die Maschine sieht nicht so aus, wie man sie heute kauft. Gar nicht. Das ist ein Prototyp, wurde umgebaut von uns. Die Funktionsweise ist dieselbe.
Das kann man euch hier eigentlich sehr gut zeigen. Das Wirkprinzip ist ein Schemata, was ich von Michael Rath verwenden darf, mit bestem Dank. Da geht es eigentlich darum, dass wir so wenig wie möglich eingreifen in den Boden. Aber wir haben das gestern gesehen bei Direktsaat, da wird halt die Grünmasse auch dagelassen, als bodendeckend benutzt. Wir haben im Gemüsebau aber ein bisschen verschärfte Bedingungen. Wir müssen pflanzen können, wir brauchen Boden, den wir bearbeiten können, wir müssen auch hacken können. Es gibt da sehr viele Faktoren zu beachten. Wir haben Terminanbau. Es gibt nicht irgendwo einen Fruchtwechsel in der heißen Zeit im Sommer, was eigentlich sehr einfach ist im Gegensatz. Wir fahren die erste Pflanzung bereits in Woche 8, also das ist nicht mehr weit weg jetzt. Und da habe ich euch später auch Bilder, wie das bei uns ausschaut. Und da muss man einfach zu jedem Anbautermin im ganzen Jahr muss man da pflanzbare Böden hinbekommen. Und das Wirkprinzip des Geohobels ist das, ist eigentlich prinzipiell eine Fräse, die aber extrem spezielle Messer eingebaut hat. Die Messer sind sehr groß im Vergleich und haben eine leichte Wölbung nach innen, was das eingefräste Material, hier die stehende Gründüngung, wird im Ackerbau gemacht, bei uns weniger. Ich habe immer ein Mulchgerät in der Front, einfach um weniger große Stiele, Anteile der Pflanzen noch im Boden zu haben, was mir dann später die nächste Technik verstopfen kann. Die Maschine wird extrem sauber in der Höhe geführt. Die hat auf der Seite, direkt auf der Verlängerung der Fräswelle, hat die Maschine Höhenführungsräder. Und somit ist es wirklich wie ein Hobel, deswegen auch der Name. Man kann da sehr gut die Tiefe einstellen und dass der Einfluss vom Oberlenker zum Beispiel ist weg. Wenn Sie nämlich am Feldende mit dem Vorderachse auf den Feldweg hochfahren, haben Sie das Problem, dass das bereits eine Tiefenveränderung gibt hinten, wenn man über den Oberlenker und Stützwalze fahren würde. Und wenn wir da im Bereich sind von 3 cm Schnitttiefe und die ganz exakt flach abschneiden und ich habe da eine kleine Abweichung in der Höhe, dann habe ich Durchwuchs und das ist absolut nicht brauchbar. Und das Resultat ist eigentlich, die Grünmasse, die vorhanden ist, wird mit sehr wenig Erde vermischt, gibt so eine schwammige Auflage. Und der Clou davon ist eigentlich auch, dass ich genau im Vegetationspunkt der Pflanzen schneiden kann. Also ich habe dann Wurzeln im Boden, die noch intakt sind, die aber keinen Austrieb mehr machen können, weil sie das Herz weg haben. Und gleichzeitig die Grünmasse, die hat keine Möglichkeit, Wurzeln zu schlagen, weil das exakt auf der Höhe geschnitten ist. Und somit habe ich eine sehr gute Organik, die im Boden eingearbeitet wird, sehr flach. Und unten habe ich das Wurzelsystem, was noch aktiv ist, was mir auch Kapillarkraft ermöglicht, der Wasseraufstieg und später Luftröhren im Boden gibt. Fördert die ganzen Bodenleben natürlich, also das kennen Sie alles, was passiert, wenn Wurzeln im Boden stehen bleiben. Und in der Landwirtschaft ist es jetzt möglich, mit einer Einsaat zu diesem Zeitpunkt bereits das Saatgut genau auf der Schicht, vielleicht den Mauszeiger, auf diese Schicht, die wasserführend ist und nicht bearbeitet, abzulegen. Und somit hat das Saatgut von Anfang an Anschluss ans Wasser, ans Bodenwasser. Darüber liegt eine lockere Mulchschicht. Das Saatgut geht da meist direkt auf und es braucht nicht einmal Unkrautbekämpfung. Es ist auch so eine Möglichkeit, wie man Direktsaat vielleicht etwas abwandeln kann in eine Art Mulchsaat. Das ist immer so eine rechtliche Definitionsfrage, da die Landwirtschaftsämter sind nicht ganz so schnell. Was ist das jetzt genau? Aber mir geht es ja nicht darum, irgendjemandem auf einem Amt einen Gefallen zu tun, wenn ich das ins richtige Kästchen schreiben kann, sondern der soll sich nach mir richten. Ich bin der Landwirt, ich bin der Profi, der sagt, so muss es sein, damit die Natur profitiert. Und das ist vielleicht so ein wichtiger Aspekt noch. Für uns
Im Gemüsebau ist das die erste Arbeitsmaßnahme eigentlich. Und so nach 1 bis 2 Wochen, je nach Witterung, fahren wir ein zweites Mal durch, gehen etwas tiefer, damit wir genügend Erde haben, um dann die Pflanzarbeit zu machen. Das schaut dann so aus. Also auf der linken Bildhälfte sieht man Beete, die das erste Mal eingehobelt wurden. Da ist die Grünmasse bereits nicht mehr sichtbar nach 2 Wochen. Es wurde Kompost aufgestreut. Und beim zweiten Arbeitsgang auf der rechten Bildhälfte mit dem Hobel etwas tiefer gefahren. Da sind wir im Bereich von 7 bis 8 Zentimetern. Haben wir ein fertiges Pflanzbeet. Und ihr seht da, dass wir nie eine Walze im Betrieb haben. Das ist heute auch so ein kontrovers diskutiertes Thema, aber ich kann der Walze in diesem System eigentlich nichts abgewinnen. Wir haben das beste Ergebnis, wenn wir das locker aufliegen lassen. Ich habe für die Pflanzmaschine besten Bedingungen. Und dann kommt noch dazu der Wasserhaushalt, der ist extrem wichtig. Ich habe extrem Freude gehabt am Vortrag von Stefan. Das hat mir selber wieder die Augen geöffnet, was eigentlich alles abgehen kann. Und unser System zeigt jetzt in den trockenen Monaten eigentlich oder in den trockenen Jahren das ganze Potenzial. Wenn wir das auf diesem Bild anschauen, ist eine Maisjungpflanze. Das ist fast nicht vorstellbar. Für mich bei Süßmais absolut gerechtfertigt. Ich habe dann jede Pflanzstelle voll und super Bedingungen, kann auch früher pflanzen, habe dadurch auch eher meinen Ertrag. Und da seht ihr jetzt eigentlich schön, wie flach diese Maschine arbeiten kann. Also das ist im rechten Bild dann die Fahrspur zu sehen. Da hat es auch etwas sogenanntes Unkraut bei. Ist vielleicht nicht die schönste Fahrspur. Dann der sehr gerade Schnitt hinunter, der kommt von einem Scheibensäg und die Fläche unten im Beet, wenn man die lose Erde so wegkratzt mit der Hand, ist sehr gerade geschnitten und hat keine Schmierfläche. Und das ist ein Riesenvorteil der Messer im Geohobel, die hinterlassen absolut keine Schmierschicht. Ich habe es vorhin erwähnt, ich muss häufig auch mit Bedingungen klarkommen, die nicht absolut optimal sind, weil ich einfach Terminanbau habe. Und da bearbeitet man häufig auch Böden, die man eigentlich lassen müsste. Und dank diesem System habe ich auch da keine Schmierschicht und kann das eher verantworten, das zu machen. Wenn Sie sich das Pflanzen jetzt vorstellen, ich fahre da mit meiner Pflanzmaschine, die hat genügend Erde mit diesen 6, 7 Zentimeter, was da steht, um die Wurzelballe schön umschließen zu können mit lockerer Erde. Das Problem ist jetzt einfach, diese Erde, die trocknet extrem schnell aus, diese oberste Schicht. Dadurch keimt auch sehr wenig Unkraut auf, weil die Feuchtigkeit am Bodenoberfläche fällt. Wenn ich da verdichte, dann habe ich Unkraut. Und wenn ich jetzt noch bewässern komme, flächig, dann habe ich es grün. Und ich mag Beikräuter, ich mag Unkräuter, wie sie alle heißen mögen. Sie zeigen mir ja eigentlich nur auf, dass der Boden gedeckt werden muss. Egal welches Kraut es ist, es will den Boden decken. Und die Natur, die ist nicht so blöd, die macht das einfach. Und das sieht man ja auch auf Böden, die seit Jahrzehnten mit Herbizid behandelt werden, die decken sich immer noch. Da ist immer noch eine grüne Decke da. Und bei uns sowieso, da versandt auch mal was da. Habe ich aber keine Probleme mit mehr heute. Das haben wir meistens im Griff. Nicht überall, aber meistens. Und es kommt immer darauf an, welches Unkraut es ist. Wo ich darauf hinaus will, die trockene Schicht, die umschließt jetzt den Setzling, die wird auch recht schnell warm im Sommer. Aber darunter auf dem Horizont, wo jetzt die Pflanze steht, der ist wasserführend. Und ich habe das letztes Jahr, nein, es war schon das vorletzte, haben wir Landwirtschaftstagungen durchgeführt für den EM-Verein in der Schweiz, mehrmals ganztägig mit wirklich Berufsleuten, wo man den ganzen Tag die Nase im Boden hat, sage ich immer. Und
Da haben wir genau so ein Bild gemacht, haben das die Erde weggeschabt, um das zu zeigen, wie schön die Maschine den Horizont hinkriegt, haben das offen gelassen und so eine Stunde, zwei später gehen wir da wieder vorbei und das hat ausgeschaut, wie da jemand Becher mit Wasser ausgeleert hätte. Das sind wirklich richtig nasse Flecken gewesen. Und das ist ein Zeichen, das sind wirklich die Säfte, die durch Wurzeln noch aufsteigen, die Kapillarfunktion, die da funktioniert. Das Wasser, das war so eindrücklich zu sehen, habe ich leider kein Bild von gefunden. Das Wasser steigt auf, das ist wirklich der wasserführende Horizont, der da hochkommt und die, wenn man es bildhaft sprechen will, wir pflanzen heute die Pflanzen nicht mehr, wir schließen sie ans Infusionssystem an. Also wir stellen die dahin und die werden direkt ins Wasser angeschlossen. Und da gibt es halt im Sommer, wenn es wirklich extrem heiß ist, noch die Möglichkeit, auch da gezielt Wasser einzusetzen. Das zeige ich euch später noch, wie wir das umsetzen. Ich habe den Landwirten Bilder von Technik versprochen. Dann schauen wir mal unten rein in so einen Geohobel. Man sieht da das Rad wirklich bei meiner Maschine fast exakt auf der Flucht der Fräswelle. Beim Geohobel ist es hundertprozentig da. Dann die wirklich markanten Messer. Die haben bei mir eine sehr große Überlappung. Ist beim Original-Geohobel etwas weniger dicht angeordnet. Aber bei uns hat es das ergeben aus der Arbeitsbreite und der Messerbreite, dass man das so einteilen musste. Wichtig vielleicht für unser Anbausystem, wo wir grüne Fahrspuren haben, dass immer die Gärtner haben Angst, dass da grün Zeug ins Beet reinwächst. Irgendwie. Und da ist es wichtig, beim Start der Kultur wirklich einen sauberen Schnitt machen zu können. Deswegen auch die Scheibensäge, die Hohlscheibe, wo da einen kleinen Anstellwinkel nach innen hat, wo wir durch das eigentlich einen sehr exakten Schnitt, können das hier nochmal sehen, macht an der Seite eine rechtwinklige Kante unten eigentlich und einen sauberen Übergang. Also ich habe wirklich da, wo ich den Boden bearbeite, habe ich für jede Pflanze dieselben Bedingungen. Das ist für mich extrem wichtig. Wir sprechen vielleicht hier von Minimalbodenbearbeitung im Bereich der Tiefe, aber da, wo wir es bearbeiten, ist es doch sehr intensiv. Ich möchte euch mit den nächsten Bildern eigentlich so durch das Jahr führen, etwas zeigen, so der Ablauf von Kulturen, die Reihenfolge, wie das so ablaufen kann. Ich hoffe, Bilder sind für euch gut. Das ist eine gute Sprache. Muss ich nicht Tabellen machen. Eine Pflanzung, es kommen sämtliche Kulturen in selbe Raster rein. Hier ist das Lauch, Porree. Wir haben vier Reihen, die wir pflanzen auf das Beet. Das ergibt eine Reihenbreite, also einen Reihenabstand von 27,5 cm. Das verwenden wir für Zwiebel, Lauch, Fenchel, Salate, Kohlarten bis zum Rosenkohl. Also bei uns stehen Rosenkohle heute vierreihig auf dem Beet. Nicht 75 wie üblich. Sondern hier 27,5 und dann in der Reihe auch recht dicht bei 50 Zentimetern. Das ist eine enorme Pflanzdichte und wenn man das ohne zusätzliche Düngung schaffen will, braucht es ein extrem gutes Wassermanagement und einen extrem vitalen Boden. Und da muss man in der Planung sehr gut achten, damit man da die Beete, die sind bei uns alle nummeriert, sind über 300 Beete, wie was im nächsten Jahr für eine Kultur geplant ist, zu welchem Zeitpunkt. Anhand dessen wähle ich meine Gründüngung aus und anhand dessen wähle ich auch die Kompostgabe aus. Und die Idee dahinter ist eigentlich Market Gardening, eine hohe Pflanzdichte erreichen. Wenn ich jetzt Rosenkohl pestizidfrei produzieren will, habe ich genau dieselben Probleme mit weißer Fliege wie alle anderen auch. Weil auf diesem Beet ist es eine Monokultur für dieses Beet gesehen. Und da ist es halt einfacher, wenn man fast das doppelte Pflanzen auf dem Beet hat. Man muss auch
nur die Hälfte Netze auflegen. Man muss dann nur die Hälfte pflegen von. Und das sind dann die Faktoren, die wirklich interessant werden. Wenn ich die doppelte Fläche Netz auflegen muss, das kostet erstens mal viel, das ist ein teures Hilfsmittel, das muss gehandhabt werden, ich muss vielleicht auch mal hacken können, dann muss es wieder weg, wieder drauf, wieder weg. Das sind alles Faktoren, die kosten. Und wenn ich da die Fläche halbieren kann, habe ich zusätzlich noch den Faktor, dass die Kultur viel schneller den Boden deckt. Und da habe ich immer so Freude im Biolandbau, da wird so gepredigt seit Jahrzehnten. Ja, weite Reihe, da kannst du hacken. Man kann hacken, man muss aber nicht, wenn der Boden gedeckt ist, weil da gar nichts wächst, weil ich mit der Kultur den Boden decke. Das nur so als Randbemerkung. Also ich bin heute wieder zurück. Wir haben von 3 auf 4 Reihen umgestellt und machen da wirklich intensiv Gemüse drauf, zum Teil mit 200% Belegung, was Normzahlen sind. Wasser, ich habe es gesagt, wenn ich flächig Wasser anbiete den Pflanzen, also meistens ist das ja passiert nach den Pflanzen, dann erwecke ich einfach das Unkraut, weil der Boden sich schnell decken will. Und wir haben da unser Erntefahrzeug, das passt natürlich hundertprozentig in die Fahrspuren. Und habe da hinten drauf einen Tank, das Wasser fließt druckfrei nach vorne. Habe da etwas zur Landwirtschaft geschaut, die arbeiten mit Schleppschläuchen. Ähnlich haben wir es auch gemacht, nur schleppen wir sie nicht. Und geben so eigentlich bei 5 cm Breite Wasser ab, direkt über die Reihe. Und können so mit 20 mm Wassergabe die 7-fache Wasserfläche sparen, wie wir die ganze Fläche bewässern würden. Und das ist für mich dann so ein Thema Ressourceneffizienz. Ich helfe den frisch gepflanzten Setzlingen mit dieser Wassergabe einen guten Start hinzubekommen, sich ans Bodenwasser was tiefer unten ist, also auf dem wasserführenden Horizont anzuschließen. Und wenn ich diese Wassergabe so gezielt machen kann, wachsen die so dermaßen schnell an, dass die auch viel Blattmasse machen und somit nach einmal maximal 2 Hackdurchgängen bereits Flächen schließend sind. Und deswegen ist es für mich eigentlich so ein Ersatz eines Hackdurchgangs fast, kann man sagen, oder einer Handyhacke, wenn ich da gezielt Wasser einsetzen kann. Auch das Wasser kann Unkraut fördern zum einen, oder man kann auch das Unkrautmanagement eigentlich umkehren, indem man das Wasser einsetzt, damit die Pflanze schneller die optimale Größe hat. Da sind wir zwar mit relativ hohen Gewichten unterwegs, also Radlasten. Wir haben da 3000 Liter Wasser drauf, das ist eine Arbeit, da kann man sagen, okay, das wäre einfacher, Schlauchrolle montieren, einziehen lassen, viel weniger Arbeit. Aber wenn ich 7-mal mehr Wasser brauche, ist das schon wieder ein Thema, was nicht Sinn macht. Die Gewichte sind eigentlich nicht so problematisch, weil ich da auf meinem bewachsenen Boden fahren kann. Der trägt mich durch die Wurzeln des Grases, was da steht. Der ist nicht bearbeitet, der ist tragfähig und trotzdem hat es Würmer drin, also auch in der Fahrspur. Und bewässern muss ich ja nur, wenn es wirklich trocken ist. Deswegen ist das so ein Kompromiss, der für mich stimmt. So schaut es aus. Vielleicht nicht die schärfste Aufnahme. Wir produzieren wirklich sehr vielfältig, das alles durcheinander. Hier jetzt nur gerade Salat. Wir sind auch davon etwas abgekommen. Trotz der farbigen Vielfalt, wir haben jetzt eine neue Software im Einsatz, wo wir das noch effizienter planen können und haben da so unsere Schläge eingeteilt in Anfälligkeitsgruppen. Also die Kulturen, die teilen wir ein in 3 Gruppen. Sie können Kolchemie anfällig sein, sie können Nematoden anfällig sein. Und da gehe ich auf Stängel oder Wurzelnematoden in eine Gruppe.
oder sie sind nicht anfällig. Und mit diesen Gruppen rotiere ich dann und da schaue ich, dass ich eine Hauptlast habe auf dem Feld, dass da dieses Feld dieses Jahr die Kohlhernie hat und das andere Feld eher die Nematodenanfälligen, damit ich da so eine Grundrotation reinkriege. Aber ich schaue dann immer auch das Jahr, was vergangen ist, an und mache da eine Abwechslung rein. Und bei 140 Sorten ist das auch nicht mehr so ein Problem. Und zunehmend mit besserer Bodenqualität und mehr Humus kann man das auch ein wenig vernachlässigen. Ein wenig. Man muss es noch im Auge behalten. Ich muss genau gleich wie alle anderen auch Vorschriften einhalten. Die gibt es ja zuhauf. Ist eigentlich kein Problem, das nachzuweisen, aber man muss halt das Machen kennen, dass man da nicht reinrutscht. Aber wenn ich nur die Vorschriften einhalten will, bin ich eigentlich für mich als Gärtner gesetzlich auf der sicheren Seite, aber pflanzenbaulich ist es ein Desaster, weil ich kann da drei, vier Kulturen nacheinander anbauen, die dieselbe Anfälligkeit haben. Das Gesetz ist absolut erfüllt. Und auch hier wieder, ich muss es so machen, dass es für mich stimmt, für meinen Boden, meine Pflanzen. Das Gesetz sollte sich nach mir richten, nach den Bedürfnissen, die wir haben. Und deswegen, ich beweise es, dass es funktioniert, nachhaltig anzubauen oder aufbauen sogar anzubauen, dass man sogar auf alle Agrochemie verzichten kann. Also ist wahrscheinlich etwas am Gesetz nicht ganz stimmig. Das ist so ein Seitenhieb, den ich manchmal abgebe und mich heute auch abzugeben wage. Wer sich in der Landwirtschaft nur ein bisschen auskennt, der weiß, dass das Gras da in den Fahrspuren wächst. Wenn Sie da eine Maschine suchen und diese Fahrspuren, die rechnerisch 25 cm breit sind, faktisch 30 gemäht werden müssen, Sie gehen zum Landmaschinenhändler und fragen da, du, wie lösen wir das Problem? Und die schlauste Antwort, die da kommt, ist, ja, gehen die Lande. Bei uns der Agrardiscounter, sage ich. Hol da dein zwei Rasenmäher her, häng die vor an den Traktor ran, wenn die kaputt sind, du hast ja 5 Jahre Garantie. Und ja, der Landmaschinenhändler, der beliefert mich nicht mehr. Gelöst haben wir es mit einem Prototypen, wie so oft. Die Firma Fischer in Südtirol, die baut extrem gute Mulchgeräte, vor allem Obstbau sind die sehr stark. Die Mulchköpfe, die da zu finden sind für die Obstreihen oder Rebenreihen zu mulchen, die haben alle einen Seitenauswurf. Und da hatten wir das Glück, die Firma Fischer war da auch gerade zu dieser Zeit in der Konzeptionsphase eines Mulchers, das nennt sich Multidisc, wird für den Dammanbau von Erdbeeren war das gedacht, mit mehreren Mulchköpfen, klappbar auch. Haben da aber auch noch keine Maschinen ausgeliefert eigentlich. Da haben wir auch wieder mit technischen Zeichnungen hantiert und gedacht, so, das ist der Moment, ja, das muss funktionieren. Dann musst du halt mal Geld nach Italien schicken und hoffen, das klappt. Und sie schicken dann die Maschine hoch und dann kannst du noch mal hoffen, es klappt und es tut es. Das ist die Maschine, die wirklich jetzt die Fahrspuren mähen kann. Ist nichts anderes wie ein Sichelmähwerk, was mit hydraulischen Motoren angetrieben wird. Und das haben wir am Hacktraktor dran. Das wird bei jedem Pflegearbeit, wo wir irgendwo machen, werden die Fahrspuren gemulcht. Das ist später in der Kultur nicht mehr nötig. Das kann man auch stehen lassen. Aber gerade bei Salat macht es Sinn, das häufiger zu schneiden, damit es auch weniger Aufwand gibt dann bei der Ernte. Es wird gehackt. Das ist bei den meisten Kulturen so einmal, zweimal. Zwiebel vielleicht viermal im Ganzen. Da sind wir halt im Kompromiss drin. Wir haben da etwas offenen Boden. Den Mulchanbau habe ich auch schon versucht. Ist für mich nicht befriedigend. Das ist technisch auf diesem Niveau Gemüsebau, was wir machen, nicht umsetzbar im Moment für mich. Ich lasse mich gerne belehren. Und da brauche ich immer die Logistik dahinter.
wenn ich da viel Mulchmaterial umherführen muss, ist auch immer so eine Frage. Wir haben jetzt einen Weg gefunden, der für mich funktioniert, der stimmig ist und ja, auch bezüglich Pflanzenkrankheiten, Ungeziefer, wenn man die mal so nennen will, haben hinten dran einen Spritztank. Ist immer etwas provokativ, wenn der Biobauer, der das so großartig propagiert, pestizidfrei zu produzieren, mit dem Spritzfass fährt und deswegen gleich die Tafel dran, dann ist alles geklärt. Wir haben heute nur noch diese EM im Betrieb. Das ist das Einzige, was wir machen. Es ist aber systematisch eingebunden eigentlich in sämtliche Arbeitsschritte, wo es relevant ist. Und deswegen auch da die Ausrüstung immer nötig, wenn ich zu Beginn sage, ja, ich spritze dann mal EM und ich mache mal das und da gebe ich es mal hier und ich plane das nicht in meine Arbeitsabläufe ein. Dann lasse ich das nämlich sein, weil die Zeit drängt. Ich muss das kurz, ja, ich gehe schnell hacken. Wenn die Maschine aber so komplett bereitsteht und ich muss nur Wasser einfüllen und EM, dann mache ich das auch. Und dann gibt es einen Automatismus, dann ist das immer erledigt. Und mit diesem System haben wir eigentlich heute absolut kein Problem mehr mit Schadinsekten. Also Blattläuse kennen wir so gut wie gar nicht mehr, außer vielleicht noch gerade Stangenbohnen im frühen Gewächshaus. Da ist noch ein bisschen Problematik, arbeiten wir noch dran. Salatfäulen kenne ich nicht mehr, Sklerotien gibt es nicht mehr, Schnecken schon gar nicht. Ja, danke. Ich quassel zu viel, merke ich gerade. Ich gehe da im Schnellzugtempo durch, das sind noch Bilder aus den Kulturen. Um zu zeigen, dass es sehr homogene Bestände gibt, die keine Unterversorgung haben. Die Baumreihen, da waren nur die Baumscheiben bepflanzt. Jetzt wird es zu einer kompletten Reihe, also Blühstreifen. Zuckermais steht auch da. Das spricht für sich, damit das System funktioniert. Vielleicht noch etwas im absoluten Minimalbodenbearbeitung. Links steht Phacelia Buchweizen, eher früh gesät, sind Beete, die im frühen Jahr gebraucht werden. Und hier abgeerntet Brokkoli, Blumenkohl, solche Produkte, die habe ich in diesem Jahr nur gemulcht und hinten eingesät. Das hat eine Grünauflage gegeben und das war eigentlich sehr erfolgsversprechend. So hat die Erde ausgeschaut, mit der Hand rausgenommen, direkt aus dem besäten Bereich. Ich denke, das spricht für sich, das Bild der Erde. Die Technik dazu, eine selbstgebaute oder zusammengebastelte Sämaschine, die entkoppelt ist von allem anderen. Ich kann da mit oder ohne Datenbearbeitung eigentlich einsäen. Die Phacelia, was vorher gezeigt wurde, ist ein anderes Feld. So schaut das im Frühling aus, wenn das sauber abgefroren ist. Das ist Woche 8 im vorderen Jahr. Einmal Geohobel, linke Seite, pflanzbereit. Ist mit einem einzigen Durchgang pflanzbarer Boden, nie befahren. Die Würmer sind noch nicht oben, ich mache auch die nicht kaputt. Und vielleicht ein kleiner Nachteil davon, wenn ich im Frühjahr pflügen gehe, habe ich viel eine schnellere Bodenerwärmung. Hier habe ich die Kälte im Boden noch konserviert. Ich pflanze oben drauf, muss zwar mit Vlies decken, aber die Pflanzen brauchen sicher ein, zwei Wochen länger, als wenn ich gepflügt hätte. Dafür habe ich den Boden wieder kaputt. Noch kurz was zu Kartoffeln. Das ist so ein Versuch, den ich mal gemacht habe. Ich habe das vorhin angesprochen. Kartoffeln gehen auch vierreihig, sie gehen flach, ohne Dämme. Es war ein Versuch, es sind Frühkartoffeln, hat absolut Spaß gemacht. Am Schluss war es etwas verunkrautet, da sind vier Streifen drin. Die Qualität der Kartoffeln absolut befriedigend. Wir hatten da fast keine Grüne drin. Das wollen wir jetzt mit der Mulchauflage kombinieren, das System. Wir experimentieren da etwas rum.
Die Erntetechnik auch wieder abgestimmt auf exakt diese Breite. Mit dem Siebroder werden auch Kartoffeln abgelegt und mit dem Zwiebelroder aufgenommen. Der passt natürlich selbstverständlich auch wieder voll in diese Spur. Frühstreifen, extrem wichtig, damit die adulten Nützlinge irgendwo Futter kriegen und auch parasitieren können. Das ist nicht ideal, wenn die im Gemüse drin sind. Man hat im nächsten Jahr Durchwuchs. Und vor allem, das ist abgeblüht und jetzt kann man das mulchen. Dann sind die kaputt, die adulten überwinternden Nützlinge. Und das ist das Dilemma, was wir haben. Jetzt ist das transferiert in die Baumreihe und da können die überwintern, sich etablieren. Und so mache ich die ja immer irgendwo wieder kaputt. Dann noch was zu Ökosystem als Ganzes. Wir haben auch die Bienen auseinandergenommen, haben 4 Einheiten gemacht, auf das ganze System verteilt und da immer auch gleich noch eine ökologische Aufwertung ringsum, damit die Bienen besser verteilt sind, weniger Brutkrankheiten haben. Solche Sachen integrieren wir alles in unser System, was immer ein kleines Zahnrädchen vom Ganzen ist. Und Burkhard, wie viele Minuten gibst du mir noch? 2? Eine. Okay, Kompost kurz, alles was grün ist, was irgendwo passt, wird kompostiert. Mit dem Mischwagen gemischt, EM zugesetzt, in Boxen fermentiert unter Planenabdeckung und nach der Fermentation nicht gleich ausgebracht, sondern umgeschichtet. Und das setzt dann eine, ich nenne es mal, mikrobielle Karbonisierung ein. Das Produkt ist dann nicht mehr sauer, ist extrem stabil und ist für mich eigentlich auf Stufe Nährhumus, den ich ausbringen kann, gezielt zu Folgekulturen, die dann davon profitieren. Und dann Blick ins Gewächshaus mit dem Hinweis, okay, Kompost vom eigenen Betrieb düngt und die Kulturen, die sind gut genährt, keine Mangelerscheinungen, das nur als Beweis, dass es klappt. Und dann hoffe ich, ich habe die Zeit eingehalten, die du mir gibst. Das nochmal ein bisschen Ausblick. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so einen groben Rundumblick über den Betrieb geben. Auch da wieder nur so ein Ausschnitt von, da könnte man noch stundenlang drüber referieren.